Nein. Sehr gut. Yes. So, dann haben wir sogar in dem Part alle Geisterseelen zusammen. Sehr schön. So, gibt's hier oben noch was, bevor ich hier weggehe? Gibt's hier oben was noch? Schauen wir mal. Bevor ich irgendwas jetzt hier verlassen tue. Aha. Interessant. Okay. Oh, da gibt's sogar... Oh. Nee, ich glaube, da sollen wir nicht runter, oder? Nein. Glaube ich nicht. Aber da drüben ist... Aha. Da drüben ist eine Höhle. Interessant. Oh, wenn wir wieder zum Menschen... Super. Ja, das ist immer wieder atemberaubend. Dass wir nicht uns verwandeln können. Weil wir keine Aufmerksamkeit auf uns wenden sollen. So, wenigstens haben wir die 20 Seelen. Das haben wir schon mal gemeistert. Das ist schon mal positiv. So. Komm hoch mit dir. So, was geht hier ab? Oh, dass du mich hier bemerkt hast. Ja, stell dir mal vor, ich habe dich bemerkt. Okay. So, ich weiß, das ist hier irgendwo noch. Gucken wir mal da, weil da unten... Fallen wir halt mal runter und schau mal. Ha, da ist sogar eine Truhe. Stellt euch das mal vor. Ha, mit einem Herzteil. Wunderbar. Gut, jetzt müssen wir gucken, dass wir da rüberkommen. Zu der da drüben. Ich meine, das ist ja alles take it easy. Schauen wir mal, was wir da oben finden. Oh, Glitchischleim. Interessant. Glitchischleim will ich aber nicht. Upsala. So kann ich mich jetzt einfach verwandeln wieder zum Wolf. Ja, geht. Aber ich glaube, das hier haben wir eigentlich schon gelauscht. Ah, super. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Gut, dann haben wir ja eigentlich alle Seen. Dann können wir sogar jetzt abziehen. So, einmal Portal bitte wieder. Dün, 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 dün. Genau da will ich hin. So. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir schon in diesem Part, wenn man sich überlegt, einmal grandios bis jetzt. Ja, bis jetzt läuft es wirklich grandios. So, dann werden wir auf jeden Fall... Also erst muss ich eh als Wolf rein. Um natürlich zu Giovanni zu gehen. Schauen wir mal, was wir als Giovanni hier machen können. Und dann machen wir die okkulte Kunst noch. Mhm. Genau, so sieht's aus. Hier flippt gleich jeder aus, dass wir hier... Als oh, was geht? Hm, sag mal, kannst du auch irgendwelche Tricks? Ich kann Sachen aufheben und apportieren. Eigentlich spiele ich am liebsten in den Büschen, aber das mag mein Herrchen gar nicht gerne. Okay. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Gut, jetzt muss ich irgendwo hier einen Zwischengang finden. So, ich glaube, das war nicht hier. Einmal hoch. Und jetzt hier rechts. Glaube ich irgendwo. Schauen wir mal. Genau da. Genau da war irgendwo. Genau da wühlen. Und da muss Giovanni sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, Giovanni ist aus. So, da bringen wir mal die 20 Seelen. Endlich kann ich mich wieder bewegen. Das habe ich wohl alles dir zu verdanken. Nun, da sollte ich mich erkenntlich zeigen, ob ich dir hiermit vielleicht eine Freude machen kann. Oh, du erhältst einen Feentau. Die Flüssigkeit in der Flasche ist die Essenz des Feensegens. Lege sie auf Y. Okay, Feen füllt deine Herz vollständig auf. Außerdem steigt für eine Weile deine Angriffskraft. Oh, interessant. Das Heim, das findet man in der Gerudawüste. Ganz im Westen, da gibt es wohl eine Höhle. Aber mein Körper ist immer noch ganz golden. Vielleicht ist meine Seele ja noch nicht ganz komplett. Seltsam, vielleicht hättest du ja 60 Geister fangen müssen, um meine Seele komplett zu machen. Ob ich dich wohl noch einmal losschicken kann, ob mein
kleiner Kläffer wohl noch einmal 40 Geister jagen kann? Hier, ich gebe dir auch noch diese Lampe, die solle dir die Suche nach den Geistern etwas erleichtern. Du erhältst die Geisterlampe, sie leuchtet, wenn sich ein Geist in der Nähe befindet. Lege sie im Itembildschirm auf YX oder R, sie braucht kein Öl. Das ist doch wenigstens vorteilhaft. Ich zähle auf dich. Alles klar, da haben wir noch eine Flasche bekommen. Von Vorteil, was geht mit dir? Hey, das bist du ja wieder. Das warst doch du, der mein Herrchen geheilt hat, oder? Tausend Dank wirklich. Mich nennen sie Gregor. Bin sowas wie der Boss der Katzen hier im Ort. Also gut, jetzt wo ich mich auch wieder bewegen kann, soll ich mich wohl draußen ein wenig umsehen. Ja, dann bin ich ja vollkommen zufrieden, wenn du dich hier wieder bewegen kannst. Gut. Jo, jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal die okkulte Kunst uns jetzt beschäftigen. Oh yes, das mache ich, was geht jetzt ab? Oh, da hört man doch Stimme aus Giovannis Haus. Vielleicht gibt es hier einen Kund, dass er nicht rauskommt. Immer wieder hoch. Ja, ich weiß. Ich erschrecke euch alle so. Ich bin ja so furchterregend. Du. Und schon die Katze mir hinterher rennen, unfassbar. So, dann müssen wir ja eigentlich das Quellwasser eigentlich noch vom Ding holen. So, jetzt sind wir hier. Jetzt kann ich mich wieder zurückwerfen zum Menschen. Oh, dün. So, irgendwo hier rechts müsste der Hund sein, oder? War es nicht hier so? Gedacht, dass es hier rechts irgendwo ist. So, dich habe ich schon geholt. Das juckt mich eher weniger gerade. Muss ich jetzt gucken, irgendwo hier rechts warte, oder? Da ist der Hund, ich sehe ihn. Aber trotzdem gucke ich erstmal, was es da unten gab. Oder gibt. Gibt es irgendwas Besonderes da unten? Ich guck mal. Ich weiß es nicht, obwohl ich kann mich eigentlich zurückwerfen, wenn es sein muss. Okay, da kann ich schon mal nicht hin. Was gibt's hier? Was wird uns da dargestellt? So, ich gehe erstmal dahin. Schick mich mal dahin, so. Weil es mich einfach nur mal interessiert, was hier angeblich sein sollte. Aber ich kann... Ah doch, da ist eine Truhe. Ich sehe sie. Okay. Alles klar. Ich verstehe. Da werden wir wohl erstmal die Truhe holen. So, erstmal einmal hier hin. Das ist eigentlich take it easy. Aber wie sollte man das machen, bitte? So schnell bin ich nicht zum Anvisieren, ne? Also ich glaube nicht, dass ich das so hinbekomme. Nee, nicht wirklich. Um ehrlich zu sein. Ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt passiert ist. Okay, wir sind jetzt im Hallesee gelandet, unfassbar. Ja, das ist aber nicht so einfach dargestellt. Von der Meinung her, wie es sein sollte. Okay, interessant. So, aber wenn wir jetzt schon hier sind, dann werden wir erstmal das Ding spielen, das Minispiel hier. Ja. So. Ich glaube, das war doch, wir sollen erstmal hier die Musik spielen. Und spielen mal die Musik. Okay, das war ja das mit den Früchte sammeln. Okay, ich glaube, wenn man jetzt nur die Orangen sammelt, denke ich mal, sind wir am schlauesten unterwegs. Okay. Das sieht auch nicht so hässlich aus, wenn wir mal ehrlich sind, ja? Das Pflegerfee. Ich habe jetzt gedacht, das sieht hässlich aus, aber es geht ja sogar. Wenn man es jetzt von der dunklen Welt hat, jetzt mal begutachtet, wie es ausgesehen hatte. Okay. Ich denke mal, okay, wir haben keine Zeitbegrenzung und wir sollen ja angeblich nur die gleiche ansammeln, weil es dann doppelt irgendwie oder sowas wird, glaube ich. Okay. So, dann Melonen auslassen. Wichtig. Nicht Melonen sammeln, nur die Orangen sammeln.
So, da ist die nächste Orange. Die geben mir nämlich, glaube ich, die meisten Punkte, wenn ich es jetzt richtig so verstanden habe. Da ist schon bei 96 und 10.000 muss ich ja machen, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung hatte. So, das ist schon mal schon bei 384. Das verdoppelt sich ja alles immer wieder. Gut, 768, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt hier auf die 1500. Gut. So, okay, die haben ja schon locker flockig, wenn man sich so überlegt gleich. Oh, verdammt. Ach, den haben wir nicht. Und damit haben wir es offiziell jetzt gemeistert. Wunderbar. Okay, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Und jetzt nicht dranknall. Nee, nicht so dranknall. Aber ich versuche natürlich das Maximum rauszuholen, was Punkte angeht jetzt. So, das läuft doch mal wunderbar. Oh, gut. Da haben wir doch die letzten. Oh. Wunderbar, das klappt doch schon mal. Okay, 1536 ist irgendwie das Maximum anscheinend. Wow, 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 wow. Okay, 21.000 haben wir an Punkten ergattert. Da kann man doch mal zufrieden sein, ne? So, wo ist der Papagei? Ah, da ist der Papagei. Unglaublich! 21.501 Punkte? Hm, ach, du hast über 10.000 Punkte. Hier, nimm das dafür. Denk aber jetzt bloß nicht, das gebe ich dir, weil ich dich besonders mag oder so. Und da haben wir noch ein Herzteil. Da fehlen uns noch zwei für den nächsten Container. Na, das ist toll, oder? Vielleicht hast du ja noch die höchste Punktzahl. Willst du es nochmal versuchen? Nein, lassen wir es mal. Okay. Was wäre die höchste Punktzahl? Das hätte ich jetzt eigentlich austesten können, ne? Ich hole Bora, aber egal. Gut, dann tun wir uns jetzt wieder zum Menschen erstmal warpen. Und dann machen wir jetzt das mit der okkulte Kunst. Meine Güte. So, warpen. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall der letzte Longplay-Part, wo ich gemacht habe. Mit natürlich dem Ding Pro Controller, obwohl ich ihn wirklich bevorzugen tue. Aber es ist halt viel, viel schneller und leichter, wenn man halt wirklich auf den Knopf schnell hier auf den Touchscreen drückt und dann natürlich sich zum Wolf zurückverwandeln tut. Das ist schon viel, viel schneller alles dann. Oh, so, stimmt. Ich muss mich ja zum Menschen wieder zurückverwandeln. Ich vergaß, sorry. Tut mir leid. Und jetzt habe ich schon wieder was vergessen. Ich habe immer noch dieses scheiß gelbe Gelee. Extrem ölig. Lege es auf X oder verwende es als Öllampe. Ja, warum kann ich das nicht machen? Dann schauen wir nochmal. So. So, dann versuchen wir es mal. Ah, so können wir es machen. Alles klar. Jetzt habe ich auch das gemacht. Wisst ihr was? Wenn wir das schon mal jetzt gemacht haben. Dann habe ich ja hier eine Öllampe leer. Hä? So, dann heißt es schon wieder. Ja, ich weiß, ich bin eine Katastrophe, ich weiß. Jetzt kommen wir schon wieder nicht zum Okkulte Kunst, weil wir machen jetzt den Todesberg. Dann hole ich nämlich das Quellwasser. Todesberg, ist es der Todesberg? Nee, der Ellenbrücke, da ist der Todesberg. Jetzt gehen wir natürlich hin und holen uns natürlich das Quellwasser. Und dann können wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. In dem Moment. Ja, super. Das heißt, ich darf jetzt erstmal hier hochtappen oder was, dass mich die Leute nicht sehen. Das ist doch echt die Humbug überhaupt, ja? Geht's jetzt? Schon wieder, alter Falter. Sagen wir jetzt nicht, dass ich jetzt hier noch. Das müsste doch reichen, oder? Geht doch. Wunderbar. Weil ich finde, das werden dann schnell machen und nicht hier unnötig jetzt Zeit verschwenden. Alles klar? Digga. Ja, klar, aber ich will nach oben. Jo, jo, warum nicht? Dann lass mich doch auf deinem Rücken, ne? Wir haben euch so gut geholfen.
Da kannst du mir ja auch noch helfen. Gut, dann hier einmal nach oben, bitte. So, Autschi. Das tat weh. So, dann gehen wir jetzt zum Quellwasser. So, dann haben wir es. So, dann haben wir einmal Quellwasser. Ja, einmal Quellwasser. Das bringen wir natürlich zum Ding jetzt gleich. Hm, stör mich nicht. Nö, mach ich nicht, keine Sorge. Ich will dich nicht stören. Düdüd. So, erstmal muss ich jetzt da zurück. Dann muss ich mich erstmal jetzt zum Wolf oder gleich warpen. Können wir ja gleich machen. So, dann haben wir das schnell erledigt. Das hat uns ja eigentlich, wenn man es so überlegt, eigentlich kaum Zeit gefressen. Können wir natürlich jetzt schon den nächsten Eingang gleich freischalten. Und das ist schon vorteilhaft, wenn man den kleinen Eingang freischalten tut. Und dann machen wir die okkulte Kunst noch. Den Eingang freischalten und dann können wir uns eigentlich schon, ja, wenn man sich so überlegt. So, erstmal wieder zurück, bevor ich es vergesse. Dann haben wir schon mal zwei Micken mit einer freiligen Klatsche geschlagen. Gut, haben wir ein bisschen was erreicht. Wir haben zwei Container gefunden in diesem kleinen Longplay-Part und natürlich alle Geisterseelen haben noch eine Flasche bekommen, die eigentlich vorteilhaft ist. Und natürlich haben wir einen größeren Köcher bekommen durch das Gewinnen des Minispieles. Das ist doch schon mal optimal. Ich frage mich, was eigentlich passiert, wenn ich den größeren Minispielplatz besiege oder mache, meistere. Aber wie wir gerade sehen, wir haben da eine Flagge gesehen. Lasst mich durch, ihr hässlichen Fregatten. Nee, es interessiert mich nicht. Nein, ich will nicht. Nein, 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 nein. Nicht nein, nein. Lass mich einfach durch. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin schon dabei, ihm Quellwasser zu bringen. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft natürlich. So, da macht er uns natürlich dann den Weg gleich frei. Deswegen gehe ich erst zu ihm hin und dann erst zur okkulten Kunst. Okay, was war das? Alles klar. So, dann gehen wir. Oh, wenn ich etwas Quellwasser trinke und wieder zu Kräfte kommen würde, könnte ich diese Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig noch einmal an. Hab ich doch. Nein, sag mal jetzt, dass ich es trinke. Was war das? Was war das? Was war denn das für ein Rotz gerade? Keine Ahnung, was das für ein Rotz war, aber Leute, das muss ich nochmal wiederholen. Deswegen mache ich den Cut jetzt hier. So, nachdem wir natürlich jetzt das Quellwasser haben, reden wir nochmal mit ihm. Oh, wenn ich etwas Quellwasser trinke und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diese Fälsche vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich doch mal an. Ja, ich hab Quellwasser. Ja, willst du mich jetzt verscheißern? Ich kann... Was soll ich machen? Irgendwie funktioniert das nicht. Aber egal, wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert es halt jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir es mal in unserem Repertoire. Wenn es sein muss, dann weiß er Bescheid, was angeht. So. So, jetzt gehen wir erstmal die kulte Kunst machen und dann werden wir es natürlich im nächsten Part dann halt machen müssen. Und gleich wieder Aggro. Wirst du auch uns besiegen können, wirklich, mit diesem Masterschwert in unserer Hand? Das ist die andere Frage. Und wieder begegne uns. Die nächste okkulte Kunst, die ich dich lehre, ist die beste von allen. Allerdings wird sie dich enorme Kraft kosten. Willst du diese Technik trotzdem lernen? Natürlich. So soll es sein. Aber zuvor zeige mir, ob du den Rundumhieb beherrschst, wenn denn ich dich das letzte Mal gelehrt habe. Also los, greif mich an. Sehr gut, du hast ja meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann die vierte okkulte Kunst.
Der Helmspalter. Okay, die vierte erst. Ich habe gedacht, wir sind schon bei der fünften. Der Helmspalter. Und das soll die beste sein. Okay, alles klar. So, bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit dem Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Solche Gegner stößt du zunächst mit einer Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. Und so schwingst du von oben und kommst dein Schwert über den Kopf deines Gegners und triffst ihn von hinten, während du auf ihn herabsaust, okay? Alles klar. Das ist der Helmspalter. Versuch's mal. Okay, alles klar. Versuchen wir's mal. So. Okay. Interessant. Was machst du denn? Direkt nach dem Helmspalter hast du die beste Chance für einen... Okay, alles klar, gut, gut, gut. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, warum. Ja, ja, ich weiß auch selber jetzt nicht. Okay. Und zack, okay. War es das jetzt? Hm, das war gut. Vergiss nicht, direkt nach der Schildattacke mit A anzugreifen. Damit kannst du die vierte okkulte Kunst, den Helmspalter, lernen. Okay, aber die ist schon sinnvoll, wenn man sich so überlegt, den Helmspalter. Nun gibt es noch drei okkulte Kunst, die du lernen müsst. Übe dich täglich im Schwertkampf, nur so wirst du die okkulte Kunst tatsächlich meistern. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Der Nacht natürlich. Ja, genau, so sieht es aus. Gut. So, dann haben wir die okkulte Kunst gelernt und ich verstehe immer noch nicht, warum ich ihm nicht hier den Ding geben kann, das Wasser, wenn ich es schon parat habe. Vielleicht muss ich auch rausgehen und darf es nicht angelegt haben. Kann auch gut möglich sein. Schauen wir mal jetzt, ob es jetzt funktioniert. Oh, wenn ich etwas quäle. Alter. Das ist doch echt unmöglich. Keine Ahnung, ob man die Quest vielleicht später machen soll. Kann auch gut möglich sein. Ich weiß es nicht. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Sie ist nicht mehr da. Mit der wollte ich eigentlich mal sprechen noch, ja? Aber dann ging es doch in die Hose. Schade, schade, schade. So, Leute, dann hätte ich gesagt, ich gehe in die Stadt rein, speichere ab und danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten bei Twilight Princess HD. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy und ich verabschiede mich. Und wir sehen uns morgen natürlich wieder. Und diesmal gehen wir dann zu Telmas Wirtshaus. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.